Ranger 2012 kommt in die Schweiz. Nur ein Redesign und etwas Kosmetik? Nein, falsch. Der neue Ford Ranger wurde komplett neu konzipiert. Obwohl Ford auf sein Baukastensystem zurückgreift, wurde der Ranger sorgfältig entwickelt, um den Anforderungen einer breiten und anspruchsvollen Kundschaft gerecht zu werden. Aussehen. Da es sich um einen Pickup handelt, hat das Auto entsprechende Abmessungen und wirkt imposant. Das Gesamtbild ist sehr gelungen. Trotz etwas größerer Abmessungen als der Vorgänger, sieht er ausgewogen und strahlt fast etwas Leichtigkeit aus. Auf unserer kurzen Entdeckungsfahrt haben wir ihn zwei Garagisten anderer Marken gezeigt und positive Einschätzungen erhalten. Es gibt ihn in drei Kabinenausführungen, Normal, XL und Doppelkabine. Die ausgewogene Linienführung kommt sicher aus daher, dass die Gürtellinie der Türen mit dem oberen Ende der Ladefläche übereinstimmt. Die Ladefläche hängt vom Kabinentyp ab und reicht von 2,32 m bei der Version mit Normalkabine, über 1,85 m bei der XL-Version bis zu 1,56 m bei der Doppelkabine. Innenraum. Entsprechend der Ausstattungsversion ist auch der Innenraum gestaltet. Bei der Entwicklung wurde auf ein gepflegtes Interieur geachtet. Die Sitze sind komfortabel, die Instrumente gut leserlich und alle Bedienungselemente sind in Griffnähe. Dank dem technischen Fortschritt kann die Wahl der Antriebsart auf einen Drehknopf mit drei Positionen reduziert werden. Mechanik. Auch hier wird auf den bewährten hauseigenen Baukasten zurückgegriffen. Zwei neue TDCi Duratorc Dieselmotorisierungen kommen hinzu. Ein 2,2 Liter Motor entwickelt 125 PS und 330 Newtonmeter Drehmoment und ist für den Ranger XL bestimmt. Im Ranger XLT, Limited und Wildtrak wirkt der gleiche Grundmotor, jedoch wurde die Leistung auf 150 PS und das Drehmoment auf 375 Newtonmeter erhöht. 200 PS starker und 470 Newtonmeter leistender 5-Zylinder-Motor, kann die Versionen Limited und Wildtrak geordert werden. Alle Motoren erfüllen natürlich die Euro 5 Norm. Was allen Versionen gemeinsam ist, sind die Eigenschaften für den gewerblichen Einsatz, Freizeit und für Geländegängigkeit, der elektronisch gesteuerte Allradantrieb, das ESP, die Traktionskontrolle, das Bergabfahrsystem, die Berganfahrhilfe und eine Anhängelast bis über 3 Tonnen. Manchmal auch von Nutzen, kann die Wattiefe von 80 cm sein. Fahrverhalten. Straße. Auf unserer kurzen Entdeckungsfahrt waren wir, in der Umgebung von Porrentruy, auf den Straßen der Achoha unterwegs. Wir fuhren den Wildtrak mit dem 200 PS starken 5-Zylinder Dieselmotor. Die Gegend ist ideal, um verschiedene Straßentypen und Geländer zu testen. Obwohl das Fahrzeug stattlich ist, hat man es schnell im Griff. Der Wildtrak, die luxuriöseste Version, wird zum Preis von 51.000 Schweizer Franken angeboten. Die Innenausstattung ist üppig und die Sitze sehr komfortabel. Die Sitzplätze bieten 5 Erwachsenen ausreichend Platz, für das Gepäck bleibt genügend Raum, spricht man doch von Kubikmetern Ladevolumen und nicht mehr von Litern. Wegen der erhöhten Sitzposition würde der Ranger natürlich auch eine weibliche Kundschaft ansprechen, denn ein hohes Auto wird auch mit Sicherheit gleichgesetzt. Das Fahrverhalten entspricht dem Fahrzeugtyp und bitte nicht vergessen, es handelt sich um ein hauptsächlich für Arbeitszwecke konzipiertes Fahrzeug. Für Slaloms auf Straßen muss ein anderes Auto her. Gelände. Ford hat das Programm für die Ranger-Vorstellung geschickt zusammengestellt, denn der Parkour führte über das Crossgelände von Eiderswiler. Ein ideales Spielterrain für Geländefahrten. Von Wasserpassagen über Balancieren, zu steilen Abhängen, über Geröll oder schlammige Steigungen, alles kam vor. Unter Anleitung von Instruktoren konnten die Journalisten den kniffligen Parkour bewältigen. Es steht fest, der Ranger hat alle Aufgaben mit Bravour gemeistert, unser Urteil. Trotz des kurzen Tests konnten wir einen hervorragenden Eindruck gewinnen. Das Design ist gefällig, die Motoren sind leistungsfähig und die Geländeeigenschaften sehr gut. Auf der Straße fährt sich der Ford Ranger sehr angenehm, obwohl manchmal beim Beschleunigen der Motor sich etwas lautstark bemerkbar macht. Die Lenkung ist präzise und mit 3,5 Umdrehungen direkt genug für den Alltagsverkehr.
Die Kabinen- und Ladeflächenvarianten werden sicher Gemeinden und Stadtwerke ansprechen und vom Nutzwert her auch Handwerker und Freizeitsportler. Mit einer Preisspanne von 29.400 Franken bis 54.000 spricht er manches Budget an. Ein längerer Test würde mehr Erkenntnisse über Verbrauch, Fahreigenschaften und Wirtschaftlichkeit bringen. Für Robot & Motor, Jean-Louis Vidal, Mai 2012, Übersetzung Felix Stocker.